Hallo, heute von mir für euch Sadowski Outboard Bus Preamp DI Pedal. Hier ist es. So, und hier haben wir jetzt das Gerät, der Sadowski Bus Preamp / DI Box. Ein Preamp, eine DI Box, ein Recording Amp allererster Güte. Um ganz kurz auf das Gerät mal einzugehen oder auf die Geschichte des Gerätes, ist es so, dass der Roger Sadowski 1990 das erste Mal seinen weltbekannten Preamp, den die ganze Welt schon lieben lernte, in ein Outboard-Gerät mal verpackte. Dieses Gerät war ein schlichtes schwarzes Kästchen. Es waren drei Drehregler dran, also praktisch die wir heute hier auch noch sehen. Und man konnte sich das Gesamte hier hinten an den Gurt dran klippen. Das war das. Damals war das wirklich einfach nur der Preamp, der außerhalb des Basses sich befand. Den gab es eine Zeit lang und das Ganze erfreute sich doch sehr großer Beliebtheit. Dann kam die Elektronik als Replacement, also richtig so zum Ausbauen und zum Eigeneinbau dann der Elektronik. Und dann später irgendwann kam dieser Bus Preamp, das DI-Pedal, auf die Welt, kann man förmlich sagen. Ist relativ einfach erklärt, ist auch nicht viel Schnickschnack. Es gibt bei dem Ganzen einen Volumenregler zum Anpassen der Lautstärke, auch an den Amp bzw. an den Basissound, an der Basislautstärke. Dann gibt es einmal einen Höhenregler, einen Bassregler. Beide sind hier, wie man sehen kann, 0 bis 10. Nur im Boost-Bereich zu gebrauchen, das bedeutet also, oder das heißt zu gebrauchen, zu verwenden. Da wird geboostet bis plus, ich sehe zwar jetzt 10, also 13 Dezibel, stärkste Boostung bei 4 kHz, beziehungsweise bei 40 Hertz auch 13 Dezibel. Abzusenken gibt es nichts, hatte ich ja schon erklärt gehabt, der Roger vertritt ganz einfach die Meinung, dass es keinerlei gut klingenden einmal Dreiband-Elektroniken gibt und er findet auch, dass diese Boost-Only-Elektronik ganz einfach zu den bestklingendsten gehört und er sie dann einfach auch nicht, nur diese einsetzt, beziehungsweise die anderen halt nicht. Was sehen wir hier? Wir haben hier noch einen On-Off-Schalter, natürlich zum Einschalten des Preamps. Jetzt sind wir gerade drauf. Beziehungsweise zum Ausschalten. Dann hier drüben der Mute-Button, was ein Mute-Button ist, beziehungsweise was er macht, das wisst ihr alle. Besonders hier ist noch hervorzuheben, dass natürlich das Out-Signal stumm geschaltet wird. Innen natürlich nicht, weil es geht zum Tuner-Out noch raus. Das ist der einzige Ausgang, der aber noch beibehalten wird. Auch der XLR-Out wird stumm geschaltet, logischerweise. Weil wenn man das Ding zum Beispiel auf der Bühne benutzt und hier rausgeht zur PA, dann möchte man ja nicht, dass das Ganze, die Leute das Stimmen des Instrumentes mitbekommen. Das Ganze ist verpackt in einem, ja, wirklich sehr schönen und sehr festen, sehr stabilen Gussgehäuse. Vorne findet man die Batterie. Das Gerät braucht schon seinen Strom. Also man sagt ungefähr, dass die Batterie so 60 Stunden hält. Deswegen, wenn ihr mit Batterie dieses Gerät betreibt, dann lasst in der Inbuchse nicht euer Kabel stecken, weil sonst zieht das Gerät unnötigen Strom und ihr könnt nichts mehr damit anfangen, wenn die Batterie alle ist. Wird die Spannung, unterschreibt ihr die einen bestimmten Schwellwert, dann leuchtet diese Lampe auf, also Low Battery. Dann ist es notwendig, da die Batterie auszutauschen. Hier haben wir nochmal einen Ground Lift, wäre nachzutragen für die XLR-Geschichte.
Eine Pre-Post-Schalter gibt es sinnigerweise natürlich nicht. Also, es ist so, dass dieser Preamp den klassischen Sadowski-Sound produziert, beziehungsweise man den auf einen Bass, entweder ist vielleicht ein älterer Bass, wo man nichts einbauen möchte, oder es ist ganz einfach ein etwas günstigerer Bass, ich habe jetzt hier den Jazz Bass Classic Vibe, den man ganz einfach in seinem Sound ein bisschen pimpen möchte. Das aber mit dem Preamp reingeschaltet. Also klingt fast schon wie ein Sadowski. Was ich dazu sagen muss, wir haben jetzt das Ganze so verkabelt, dass wirklich der Sound, den ihr gerade hört, kommt ausschließlich über den XLR-Out. Wir haben zwar hier hinten auch ganz tolle und feine Mikros, doch da kommt jetzt mal nichts drüber. Ihr hört wirklich das Signal, was aus diesem Preamp rauskommt. Also wirklich ganz, ganz klar das hier. Nun könnte man natürlich sagen, der Preamp macht halt einen Sound und den macht er richtig gut. Man könnte jetzt natürlich sagen, ah, das Ganze ist natürlich nicht so flexibel und ich würde auch mal ganz gern, was weiß ich, rockige Mitten oder Tiefmitten boosten oder so ähnliches. Dafür ist dieser Preamp, muss man halt ganz einfach sagen, nichts. Ja. Aber den Sound, den er macht, den macht er wirklich high-end, state-of-the-art mäßig. Also da kriegst du nichts Besseres, wenn du einen schönen, cleanen Bass-Sound haben möchtest, egal ob das jetzt von, was weiß ich, von einem Brezi oder von allen möglichen Bässen, von einem Jazz-Bass oder sonst was ist. Wenn du einen cleanen, guten Bass-Sound haben willst, mit schönen, tiefen Bässen, dann ist das Gerät das Einzige nach meiner Meinung nach, das es richtig gut macht, beziehungsweise, oder das heißt, es gibt natürlich auch andere Geräte, aber das allerbeste, was es gibt. Der Preis hält sich eigentlich auch in Grenzen, Für die Qualität an Klang, die man da rausbekommt. Wie gesagt, das ist ja auch gar nicht so viel dran. Zeige euch ganz einfach nochmal, was man mit der ganzen Sache auch bewegen. Das ist ähnlich auch wieder mit den Sadowski-Bässen. Man kann halt alle Pickup-Einstellungen, so sprich auch die hinteren Sachen, die oft ein bisschen dünne klingen, kann man halt wirklich sehr, sehr stark eindicken. Also da hört man schon ganz klar, wo das Gerät wirklich seine Stärken hat. Auch hier wieder, also der Bassregler ist einfach phänomenal. Ja. Ich mache wirklich viel mit dem Bassregler und die Höhen benutze ich, um die einfach so ein bisschen den Ton so anzuwürzen. Also, wenn ihr einen guten Bass-Preamp, eine DI-Box oder einen zusätzlichen Kanal haben wollt, also ein Gerät, das macht, mit einem guten, cleanen Sound, dann sollte das Gerät auf alle Fälle die erste Wahl sein, beziehungsweise zu den Geräten gehören, mit denen, wo ihr den Sound praktisch diese Sache suchen wollt. Also das ist wirklich ein Must-Have in dieser Beziehung, in diesem Sound. Kommt ganz einfach bei uns vorbei, beispielsweise in Frankfurt. Da ist der Marco, der Tim oder ich. Wir schließen euch gerne mal das Gerät an, erzählen euch ein bisschen was drüber, dass ihr euch da auch mal ein Bild von machen könnt.
Ja, ich sag derweil danke, ich bin der Sterben, sage Servus und bis demnächst.